Ja, hallo, und wenn ihr wissen wollt, ob es vielleicht zu Weihnachten doch noch was Geniales gibt, dann bleibt dran bis nach dem Intro. Ja. Und ich möchte euch begrüßen auf meinem Kanal. Hier ist wieder Dietmar im Klemmbausteinkeller. Ja, und wie man hier schon unschwer erkennen kann, geht es heute morgen um ein Set, etwas kleinere Auflage, etwas kleinerer, ja, Aufwand. Aber ich hoffe mit einer Menge Bauspaß, weil ich denke mal, ich baue das mal mit euch zusammen auf. Ja, wie man jetzt unschwer erkennen kann, handelt sich hier um Set von der Lok der Emma. Aus den bekannten, ja, Filmen. Ja, muss man ein bisschen weiter zurückgreifen. Kleine Historie. Woher stammt das alles eigentlich? Ja, und zwar kommt das Ganze von 1960, und zwar von dem Herrn Michael Ende. Ja gut, den kennt man vielleicht auch noch von einem anderen Film. Unendliche Geschichte, sagte ich vielleicht auch noch ein bisschen was. Ja, wie gesagt, ist halt, wie gesagt, ganz, ganz alt, das ganze Ding. Gab es auch noch 1962 einen Folgeband, das war dann mal Jim Knopf und die Wilde 13. Jo. Was aber vielen eher bekannt ist, sind halt die Folgen der Augsburger Puppenkiste. Und das ist wirklich eine Sache halt, ja, das ist meine Kindheit. Weil kurz vor Weihnachten gab es dann immer diese sogenannten, ja, Vierteiler von denen. Es waren ja immer, glaube ich, vier Teile. Und ja, und da wurde dann halt erstmal 1961 und 62 gleich das Ganze auch noch abgedreht. Erstmal in Schwarz-Weiß. Und 1976 und 77 wurde das Ganze komplett in Farbe neu verfilmt. Ja, und das Ganze wurde dann auch 1999 dann auch gleich mit einer Zeichentrickserie gehuldigt. Da gab es dann 52 Folgen von. Tja, ja, und 2018 war es dann endlich soweit. Da gab es dann die erste Verfilmung davon. Ja. Und da sieht man auch schon die Protagonisten halt, die wir da auf unserem Karton sehen können. Weil 1918, nach 1918, Quatsch, 2018 kam halt der Film in die Kinos. Ja, um nichts anderen. Einmal haben wir natürlich hier den Jim Knopf und dann Lukas. Und Lukas wurde von Henning Baum dargestellt hat und Jim Knopf von Solomon Gordon. Gut, es sind noch ein, zwei andere bekannte Leute mit dabei gewesen, halt, wie ein Thomas Frisch zum Beispiel oder der Christoph Maria Herbst und Uwe Ochsenknecht war auch dran beteiligt. Ja, Bully Herbig war auch mit dran beteiligt. Also es waren eine Menge Leute, die man von den deutschen Schauspielern und Comedians so kennt, waren halt mit dabei. Ja, was haben wir jetzt auf dem Karton zu sehen? Klar, wir sehen natürlich einmal, das ganze Ding habe ich im Internet gefunden, beziehungsweise es ist von einem kleineren Versender und zwar von Stoneheap. Die haben das Ganze auf den Markt geschmissen. Wir haben hier die Seriennummer 001, sehr passend, 8 Jahre plus mit 252 Teilen. Ja, und scheinbar hat man auch hier sich die Rechte geholt, weil einmal steht hier nochmal schön Red Pack dabei. Die haben das Ganze gedreht, zusammen mit Warner Brothers. Und hier oben sieht man natürlich auch noch schön über Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer, oder zu einem halt Jim Knopf und die Wilde 13. Und ein, zwei schöne Bilder aus dem Film kann man sich dann auch nochmal anschauen. Ja, auf der Seite sieht man dann auch nochmal eine kurze, ja, Darstellungsweise dieser Lok. Ich meine, klar, mit 232 Teilen kann man nicht so viel machen, aber ich denke mal, das wird schon gar nicht mal so schlecht sein. Ja, und dann haben wir hier nochmal ein, zwei Hinweise drauf. Ich kann es mal kurz vorlesen, falls es für euch jemand schwer zu lesen ist. Ja, die bekannte Emma aus dem Film Jim Knopf und die Wilde 13 als Noppensteinmodell. Dies als Standmodell konzipierte Emma oder die als Standmodell konzipierte Emma
kannst du spielend leicht mittels einer beiliegenden Anleitung sowie der PDF-Anleitung aufbauen. Entdecke jetzt deinen neuen Lieblingsmodell aus Noppenstein wieder und erlebe spannende Abenteuer. Ja, im Endeffekt haben wir danach auch die Maße dabei. Das ist dann ja, 130 mm, also 13 mal 65, ich denke mal, das müsste die Länge sein, und 14 cm, inklusive Bauanleitung, Stadtmodell und die PDF zum Runterladen. Ja gut, PDF zum Runterladen, das habe ich mir jetzt mal gespart. Ich denke mal, das kriegen wir auch noch so zusammen. Gut, dann wollen wir mal schauen, was wir dann so in diesem Set drin haben. Ich nehme es mal kurz nach hinten, nicht erschrecken, weiße Wand. Ja, kleiner Aufkleber ist mit drauf. Und dann wollen wir das Ganze mal einfach mal auskippen. Jo. Was wir vorfinden, ist halt sehr spartanisch. Aber normal, Fernset in dieser Größe. Wir haben so eine Scheibe, eine Tüte. Ja, eine Tüte ist mit dabei. Ich gehe mal auch hier stark von aus, es sind keine original Lego-Bausteine und eine kleine Bauanleitung. Und in die Bauanleitung, da schauen wir mal kurz rein. Bis gleich. Ja, und das ist dann die kleine, feine Bauanleitung. Wo ich sagen muss, man hat sich schon ein bisschen Mühe gegeben. Das Ganze ist klammergebunden. Ja gut, bei 252 Teilen, wie gesagt, werden da nicht viele Seiten sein. Und das Ganze ist, ups, nicht im Querformat, sondern im Hochformat gemacht. Ja, typtechnisch oder ja, ist halt für mich auch neu, diese Bauanleitung. Man fängt die halt von oben an. Es ist alles schwarz unterlegt. Hier und da sieht man auch gleichzeitig ein paar kleine Hinweise von dieser Lok. Ja, und dann baut man halt fröhlich vor sich hin, bis man dann irgendwann mal Bauabschnitt 55 das ganze Ding zu fertig hat. Ja, und wie gesagt, was ich jetzt mit euch vorhabe, wir werden das Ding mal mit live mit euch ein bisschen zusammenbauen. Und nebenbei, ja, gucken wir uns mal die Steine an. Also Tüte ist ein Zip-Bottle, finde ich schon mal ziemlich praktisch, weil den könnte man eventuell wiederverwenden. Und was ich auch noch sehr sympathisch finde, ist, dass es wirklich ein Beutel ist. Gut, kann man natürlich für schwer von ausgehen, das Ding wird wahrscheinlich handgepackt. Da hat wahrscheinlich keiner irgendwie was maschinell gemacht. Gut, wie auch immer, wir werden schauen. Ja, und da ist ja nun, würde ich jetzt so schrittweise, mächtige Schrittweise auf Weihnachten zugeht, ist natürlich von mir aus die Frage, was macht ihr denn so zu Weihnachten? Ist bei euch irgendwas Spezielles geplant? Ist bei euch Weihnachten, ja, die Familie da, falls noch vorhanden? Sollte jetzt nicht negativ sein, aber es gibt natürlich bei einem oder anderen, da ist die Familie leider schon nicht mehr da oder schon stark dezimiert. Und da gibt es bei euch Traditionen, was ihr so zu Weihnachten macht. Gut, bei mir ist es so, also, da ich ja dann irgendwann mal doch mal eine Frau gefunden habe, nach langer, langer Zeit, haben wir uns dann irgendwann mal gedacht, komm, unsere Tradition wird etwas sein. Zu Weihnachten möchten wir an sich gar keinen sehen. Das heißt also, Weihnachten feiern wir zu Hause alleine, zu zweit. Ja, und dann wird halt traditionsgemäß bei uns eine Ente gegessen. Ja, also zumindest nicht die ganze Ente, ein Teil davon von Ente. Also eine ganze Ente, die schafft man auch so nicht mehr. Das muss ich mir mal ein bisschen konzentrieren, ja, damit ich mich nicht hier komplett verbaue. Nee, kann man sich gar nicht verbauen. Und ja, dann wird wahrscheinlich auch das Übliche im Fernsehen geguckt. Wo zum Hass meiner Frau ich natürlich auch ganz gerne mal drei Nüsse für Aschenbrödel mir angucke.
Wo das größte Problem meiner Frau ist, sie versteht den Flair dieses Films nicht so richtig. Also sie mag ihn irgendwie überhaupt nicht. Gut, kann man nachvollziehen, wenn man da nicht mit groß geworden ist. Aber für mich ist das ein bisschen Tradition, genau wie zu Silvester halt Dinner for One. Aber gut, da ist halt jeder so mit seinen eigenen Traditionen behaftet. Der eine guckt halt das, der eine guckt gar nichts. Ja gut, gegebenenfalls werden natürlich auch noch andere Filme zu Weihnachten geguckt, ne? Weil zu Weihnachten ist ja meistens so die Zeit. Einige sagen, jawohl, ich gebe mich komplett diesen Feeling hin. Dann gibt es wieder andere, die sagen, na komm, der Bruce Willis, der hat es auch noch ein bisschen drauf halt. Also gucken wir uns mal zusammen Die Hard an. Also Stirb langsam. Und das war für uns früher auch ab und zu mal mit meinem Bruder so, dass wir uns gesagt haben, na ja, komm, den ganzen Kram, Weihnachten, das geben wir uns nicht. Wir machen die Bescherung, gucken uns vielleicht noch was im Fernsehen an, Die Hard oder so. Ja, und dann geht es meistens noch in die Weihnachtsdisco. Ja, in meinem Heimatort in Delmenhorst, da gab es noch die Weihnachtsdiskothek. Was weiß ich, der eine oder andere, der vielleicht auch aus Delmenhorst kommt, der kennt das vielleicht noch. Das war damals die Randzone. Das war unsere Diskothek halt für die guten Zeiten. Und das waren damals gute Zeiten, ja. Und man ist so ein bisschen den Weihnachten aus dem Weg gegangen, hat gute Musik gehört. Jo. Und das war es dann auch schon soweit. Ja, dann ist man am ersten wieder aufgestanden. Wurde meistens von der Mutter wach gemacht, die dann noch entweder staubsaugend den Staubsauger gegen die Tür geballert hat. Man konnte also nicht weiter schlafen. Oder man einfach vor Hunger wach geworden ist. Das kam nämlich auch ab und zu mal vor. Und also das war Weihnachten so. Als Jugendlicher, da wollte man noch so ein bisschen unabhängig sein. Ja gut, mittlerweile ist man dann mehr oder weniger froh, dass man vielleicht noch eine halbwegs intakte Familie hat, wo man vielleicht noch ein bisschen mit Weihnachten feiern kann. Jetzt muss man gerade mal schauen, was passiert als nächstes. Das kommt dann, das kommt dann, das kommt dann. Ja. By the way, Klemmkraft von den Steinen, die ist gut. Und ich denke mal, das könnten Gobik-Steine sein. Weil die lassen sich hervorragend verarbeiten. Ich habe auch da irgendwo noch eine Nummer entdeckt. Also ich gehe mal stark davon aus, dass wir uns hier mit Gobik-Steinen vergnügen. Also von der Seite aus schon mal eine ganz gute Wahl. Ups, Vorsicht, die fliegende Teile. Jetzt bin ich gerade im Überlegen, was habe ich eigentlich für das Set bezahlt? Das waren nur roundabout und was sind die 30 Euro? Jo. Und man muss halt ein bisschen Wartezeit inklusive einbauen, weil ich habe das Set bei Facebook entdeckt und mir gleich gedacht, das wäre doch wohl was für euch. Und habe es gleich bestellt. Problem war einfach, ich war wahrscheinlich nicht der Einzige, der auf die Idee gekommen ist, dieses Set sich zu besorgen. Weil die Wartezeiten, die waren schon astronomisch. Also ich habe nicht mehr damit gerechnet, dass das Ding da vor Weihnachten kommt. Gut. Aber das so nebenbei. Ja, ansonsten Weihnachten. Gibt es für euch ein Traditionsessen? Gut, viele von euch oder viele meiner Bekannten, die essen dann auch einfach ihre Kartoffelsalat mit Würstchen, was bei denen so Tradition ist. Ja, was gab es bei uns bei, wo wir noch jung waren, also die Kinder waren, gab es das auch. Dann haben wir dann immer ganz eilig gegessen, weil irgendwann mal wurde dann die Stube, also unser Wohnzimmer, verbarrikadiert. Und dann haben wir dann irgendwann mal ein Klingeln gehört. Ja, was dann irgendwie von meinem Vater kam. Also nicht mein Vater hat geklingelt, sondern er hat eine Klingel betätigt. Klingel den Vater, das wäre erschreckend. Nein. Und und dann sind wir als kleine Kinder dann alle immer ins Wohnzimmer gestürmt und waren dann erstaunt, dass der Weihnachtsmann doch fast alles, was wir im Jahr uns ausgedacht hatten, was man eventuell eben haben könnte, dass auch fast alles auch unter dem Weihnachtsbaum lag. Und da waren wir schon ziemlich erstaunt, weil wir
hatten den Weihnachtsmann ja nie gesehen. Aber er hat uns gehört. Und das hat uns schon auch, ja, war für uns schon Grund genug zu sagen, jawohl, die Person, die wird es wohl geben. Und Kinder, glaubt mir, die gibt es wirklich. Also zumindest für die Kinder. Ja, oh, das ist auch wieder interessant. Man hat hier bei dem Set ein bisschen mitgedacht, weil wie man so schön sehen kann, eine großartige Farbflut gibt es hier nicht. Ja, also alles ist ja in normalen farbigen Stein aufgebaut, was schon ziemlich genial ist. Also hier hat sich kein, ja, es ist mal so schön, hat sich kein Einhorn ausgekotzt. Also, lieber Thomas, falls du noch ein Set brauchst, wo du dich zumindest nicht wegen der Farbwahl auskotzen musst, ja, ich habe da was für dich. Ja, guck dir es mal an, bau es mal und vielleicht kannst du auch noch was dazu sagen. Du bist ja da der große Lego-Experte von uns. Ja gut, nicht jeder von uns hat einen eigenen Laden. Leute gehen ganz normal auch arbeiten. Na gut. Das muss der noch zusammengesetzt werden. Der kommt da rein, der kommt da rein. Also Klemmkraft, wie gesagt, die ist super exzellent. Klasse. Ja, ansonsten zu Weihnachten. Was gibt es denn sonst noch bei euch? Irgendwelche Spezialitäten, die ihr bei euch so nutzt, um Weihnachten schöner zu machen, die vielleicht speziell sind. Also mit speziell meine ich jetzt irgendwas Ausgefallenes. Ich weiß ja nicht, ob es dadurch irgendwie eine Tradition gibt, irgendwie, keine Ahnung, dass irgendwie nach dem Bleigießen einer immer das, ach nee, das Bleigießen ist ja so zu Silvester, oder? Ich glaube ja. Jo. Sieht bisher ganz gut aus. Kann man nicht klagen. Ja, jetzt geht es vorne mit dem Bumper weiter. Ja, bauabschnitttechnisch geht es auch hier recht zügig voran, muss ich sagen. Da kann man auch nicht klagen. Ja, von der letzten Zeit so die Weihnachtsstimmung so ein bisschen flöten geht, ne? Wenn man sich so nach links und nach rechts jemand guckt, also ich meine, Fernseher anschalten, alles gut und schön. Aber wenn man sich dann teilweise immer die Nachrichten anguckt hat, da wird es einfach schon so ein bisschen anders. Gut, ich bin aber nach wie vor der Überzeugung, man sollte sich immer seine gute Laune nicht verderben lassen, aber ja, muss schon wirklich eisenhart sein und da nicht dem zu verfallen, oh, da habe ich zu weit gesteckt. Oder dass man sich zu sehr von einem beeinflussen lässt, was da draußen gerade abgeht. Weil, ja, Krieg links, Reichsbürger rechts, Steuerverschuldung, jeder persönliche, ja, verschuldet sich ja auch. Jeder hat wahrscheinlich in der letzten Zeit seine Abrechnung bekommen, beziehungsweise die neuen Preise für den, was er als nächste Zeit bezahlen darf, damit er eben halt eine warme Bude hat. Ja, da kann man schon so ein bisschen ärgerlich werden. Weil zuerst hat man gedacht, alles ist schön weit weg. Und auf einmal spielt sich das direkt von der Nase ab. Ja. Aber für Klemmbausteine, da, ja gut, für mich ist das so eine Sache. Klemmbausteine oder das Arbeiten mit den Klemmbausteinen oder mehr das Bauen jetzt von so einem Set, da kann man wunderbar abschalten. Also zumindest ist das, was ich immer denke. Man kann da richtig genial bei abschalten und ja, man kriegt doch mal ein bisschen den Kopf frei. Wie gesagt, es passiert genug Scheiße rechts, links von einem. Wenn man sich dann noch damit dauerhaft beeinflussen lässt. Ich muss gerade mal gucken, wie werden die jetzt hier reingesteckt. Sind das zu lang? Hier gibt es eine Form.
Alles klar, dann kommt die auf hier so rein. Zack. Obwohl, die gucken ein wenig lang. Da soll es eine andere geben. Jo. Da soll es eine andere geben. Wollen wir mal schauen, wo sind denn die anderen? Da habe ich eine gefunden. Und da ist noch eine. Ah ja. Jetzt ist in dem leider nicht beschrieben, wie weit die rein soll. Ich mache das mal so Pi mal Daumen. Dass sie sogar so drinnen sitzen. Ja, man kann sehr nachträglich ja noch immer auch bearbeiten. Jo. Aber gut. So viel in Sachen Klemmbausteine und Abschalten. Es gibt auch Erfreuliches. Ja, gestern zum Beispiel war ich mit meiner Frau immer wieder auf einem Konzert. Jo. Alte Bekannte, wenn ich das was sagt. A Cappella-Gruppe, wer sie noch nicht kennt, unbedingt mal ansehen. Also die machen richtig Spaß auf der Bühne. Und A Cappella, ja, wie man so schön heißt, das ist halt ohne Musik. Ja, weit gefehlt. Nur, die machen natürlich die Musik nicht mit den normalen Instrumenten, sondern die machen die ganze Musik selber. Also mundgemacht. Also nicht handgemacht. Jo. Und das war ziemlich genial. Und da konnte man auch gestern wirklich wunderbar bei abschalten. Also das ist so eine Sache. Sonst ertrinkt man ja in Problematiken. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Jo. Doch, so nach und nach wird das was, oder? Muss ich gerade mal gucken, was kommt da hinten ran? Das kommt so rum, das kommt so rum, das kommt so rum. Zweimal, zweimal, eine Halse, okay. Bisschen rausgucken lassen, genau. Die kommen ganz zweimal zum Einsatz. Da kommt da unten links hin. Ja, also wie gesagt, ich brauche einfach mal ein paar Punkte, wo ich abschalten kann. Also klar, bei der Arbeit viel Stress kann man da nicht abbauen. Da baut sich eher Stress auf bei den einen oder anderen. Und dementsprechend ist ja noch mal sowas ganz genial dafür, um einfach mal ein bisschen runterzukommen. Ja, und nebenbei baut man hier eine kleine Lok zusammen. Ja gut, der eine oder andere kennt ja schon die große Lok. Die, ich glaube, das war die BR89 von Blue Bricks. Die war ja auch schon eindrucksvoll. Aber das ist halt eine reale Lok gewesen und das ist hier immer so eine fiktive Lok. Fiktiv, ja, weil, ja gut, man hat sie ja einmal original nachgebaut, nach, ja, aber Zeichnungen gab es ja damals nicht von dieser Lok. Ja, also die erste Visualisierung, die es ja von dieser Lok gab, die gab es von der Augsburger Puppenkiste. Jo. Und das war damals für uns immer ein Fest. Augsburger Puppenkiste, das war super genial. Weil, was gab es nicht alles von Augsburger Puppenkiste? Klar, Jim Knopf, Blechtaudosen, Kalle Wirsch, das Sams, ach Gottes Willen. Ich kriege so, glaube ich, gar nicht mehr alle so zusammen. Also da gab es einige Dinger und wie jedes Mal, wenn es jemand hieß, von wieder, oh, da kommt wieder was Neues von der Augsburger Puppenkiste, da haben wir wie gebannt vom Fernseher gesessen und uns das einfach mal angeguckt. Ja gut, klar, damals, wo ich groß geworden bin, ne, da gab es auch nicht die große Auswahl. Da gab es weder Netflix noch irgendwie irgendwelche anderen Streaming-Dienste. Nee, es gab gar keine Streaming-Dienste, sondern wenn du was gucken wolltest, hast du das halt so im Fernsehen angeguckt. Weil alle Möglichkeiten hattest du gar nicht. Und wenn es halt um war,
Das kann sich heutzutage kaum noch jemand irgendwie denken. Ich meine, gut, klar, einige Streaming-Dienste machen das ja nach wie vor genauso. Dann gab es jetzt nächste Woche wieder was Neues. Jo. Und dann war man natürlich erstmal ja, sozusagen beschäftigungslos und hat sich dann wieder versucht, eine Woche lang mit den Gedanken an die Sendung auf dem Wasser, über Wasser zu halten. Weil erst eine Woche später kam ja dann der zweite Teil. Und wie ist es Sonntag irgendwas dazwischen gekommen? Ja, meine Eltern sind ab und zu mal auf die tolle Idee gekommen. Oh komm, Fernsehen ist ja nicht ganz interessant. Wir fahren mal raus in den Wald. Spazieren gehen. Habe ich früher als Kind gehasst. Es gab echt nichts Schlimmeres wie spazieren gehen. Weil was soll ich denn im Wald? Und mittlerweile, ja, ist man so im Alter angekommen. Ja, 52 Jahre bin ich mittlerweile. Da sagt man sich, spazieren gehen im Wald, super Sache. Ja, ich weiß nicht, wer der eine oder andere auch schon in meinem Alter ist, der es eventuell nachvollziehen kann, der soll es einfach mal in die Kommentare schreiben, was er so vom Spazierengehen hält. Ja gut, wenn man jetzt Mario Barth zitieren darf, da würde man sagen, was? Was hat er gemacht? Ach, er hat das Spazierengehen für sich entdeckt, ja. Millionen Männer haben das verbuddelt und er hat es für sich entdeckt. Jo. Ja gut, so viel dazu. Kleines Zitat. Aber das ist schon, das war für mich als Kind damals, war das der absolute Horror. Wenn meine Eltern auf die Idee gekommen sind, halt, klar, der Sonntag muss ja irgendwas gemacht werden. Ja, dann ist man halt spazieren gegangen. Juhu. Jetzt habe ich hier, glaube ich, irgendwas verkehrt gebaut. Ja, ich habe den verkauft. Dann bauen wir den so rum ran. Ist egal. Aber man hat es ja doch irgendwie geschafft, groß zu werden. Ja. Und das teilweise auch dank der guten Fantasie und der Ideen der Augsburger Puppenkiste. Jo, wie weit sind wir denn gerade? Ach, da in die Ecke kommt jetzt noch weiter. Das kommt noch dahin. Jetzt bin ich gerade so ein bisschen erstaunt. Ich quatsche hier schon fast eine halbe Stunde voll. Und passiert ist noch nicht viel. Oder wie seht ihr das? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich werde mal hier einen Break reinhauen und euch dann einfach mal zeigen, wie das fertige Modell aussieht. Oder, wie seht ihr das? Ja, ich denke mal, das ist eine ganz gute Idee. Ja, wir sehen das einfach, sobald das Modell fertig ist. Dann bis gleich. Ciao. Ja, und ja, ich denke mal, es hat noch mal knapp so 10 Minuten gedauert. Aber sie ist fertig. Da steht sie. Die Emma. Ja, jetzt war natürlich überlegen, ob ich noch irgendwelche Sounds einspiele. Mal gucken. Aber bei den heutigen Urheberrechtsverletzungsmöglichkeiten habe ich mir gedacht, na komm, lass es mal wieder. Jeder erkennt ja so einigermaßen, dass es sich um die Emma handelt. Also um die hier. Ja, also so soll sie aussehen und so sieht sie dann auch in Realität aus. Und ich muss wirklich sagen, ja, das sehen sie doch gar nicht mal so schlecht aus. Gut, jetzt müssen wir natürlich mal schauen, ob es irgendwelche anderen Fotos gibt, wo man eventuell das Original sehen kann. Und zwar gibt es da ein Foto. So sollte es im Original aussehen. Klar, viele Sachen kann man halt nicht so darstellen. Aber ja. Ich würde mal sagen, mit der Anzahl von Teilen ist man da schon ziemlich nah rangekommen. Ja, also diese typischen Augen an den Seiten, also die Lampen, den Schornstein. Ja, ja gut, hier oben, da haben wir vielleicht die Platte. Man sieht das vielleicht hier so ganz gut. Die ist hier oben schwarz. Das haben wir hier halt Gold gemacht.
Gut, das mit der Umrandung, aber im groben Ganzen her, na gut, der Tender ist auch noch ein Ticken höher, man sieht das hier ganz gut. Aber das sind also Kleinigkeiten. Aber im Grundprinzip, ja, muss man sagen, ist sie schon ziemlich gut geworden. Also ich kann da echt nicht meckern. Und vor allem, wenn man sich dann überlegt, was das gute Stück denn ursprünglich mal gekostet hat. Ich versuche das gerade mal kurz zu recherchieren. Das ist schon wieder interessant, was man hier für Antworten bekommt, wenn man hier einfach mal nur den Namen eingibt. Das ist schon ziemlich witzig. Dann probieren wir es mal anders. Ich habe das dumme Gefühl, dass wenn dieses Set ausverkauft ist. Aber mal gucken. Da ist er. 29,99 soll das gute Stück kosten. Und wir gucken mal kurz. Ja. Und wer jetzt noch anruft, der kriegt sage und schreibe noch was ab. Weil ja, 10 Stück wären noch da. Aber das ist heute der Freitag. Jo. Also, wer sie noch haben möchte, beeilen. Ob sie noch vor Weihnachten kommt, das ist natürlich die große Frage. Aber wir gehen mal kurz auf die Steine ein. Steinequalität, muss ich sagen, ist sehr, sehr gut. Ich habe hier noch einen Stein übergebehalten und ich gehe davon aus, da ist eine ganz, ganz kleine Nummer drin, dass sich das um Grobigsteine handelt. Ich weiß nicht, ob meine Kamera das so einfangen kann. Nee, da kriege ich ein kleines Problemchen mit der Fokussierung. Ja, nee, das kriegt sie nicht so hin. Gut, dann lassen wir mal. Also das ist ein 2x1er und ich glaube, da erkennen zu können, dass es eine 5023-25 sein soll. Also gehen wir davon aus, dass sich das irgendwie um Grobigsteine handelt. Ja, also ja, Steinequalität sehr, sehr gut. Keine Fehlteile, keine Fehlgüsse. Gut, liegt wahrscheinlich auch wieder darum daran, dass das ganze Set per Hand zusammengesammelt wurde. Das kann man vielleicht auch ganz gut sehen. Ich weiß gar nicht, ob hier auf der Tüte noch irgendwo was draufsteht. Nein, es ist kein Firmenname erkennbar, aber da man immer wieder verschließbaren Beutel genommen hat, gehen wir davon aus, dass das Ganze wirklich per Hand gemacht worden ist. Ja. Die Räder, ist ganz interessant, die sind außen noch gummiert. Also man könnte das Set eventuell, ja gut, wäre natürlich problematisch aufgrund der Größe, das eventuell auch zu motorisieren. Gut. Was man leider nicht gemacht hat, ist innen drin irgendwas auszubauen. Also hier fehlt Steuer, alles. Also das hätte man vielleicht noch machen können. Die Grundplatte, die wir zusammengebaut haben, ja, die ist recht gerade geworden. Also da kippelt nicht so viel. Das ist schon ganz in Ordnung. Und die Lok selber passt da auch hervorragend drauf. Ja, und ich muss sagen, es ist ein sehr schönes Set. Was ich mir noch gewünscht hätte, das wäre vielleicht noch so das i-Tüpfchen gewesen, wäre irgendwie eine kleine Plakette dazu und ein kleiner Ständer dazu. Das hätte das Ganze dann vielleicht noch in den nächsten Level gebracht. Aber gut, man kann halt nicht alles haben. Das Dach ist abnehmbar, das ist auch noch so ein ganz kleines Ding, aber ich lasse es mal besser drauf, weil es sind dann nur so zwei Noppen gehalten und dann reißen die jetzt mal die Noppen ab. Ja, klar, bautechnisch gibt es ja nicht viel Neuigkeiten oder was zu erzählen, was jetzt komplett super wäre. Es ist halt relativ einfach gebaut. Hier und da muss man noch einfach ein bisschen nachhelfen, dass das Ganze in Spur bleibt, weil keine Noppen vorhanden sind an der Stelle. Aber wie gesagt, ich finde das Set für diese Größe, für die Steinanzahl richtig klasse. Und vorne finde ich es einfach klasse, dass jemand diese kleine Firma es irgendwie geschafft hat, an die Lizenzrechte zu kommen. Also, dass man auch wirklich einen schönen Karton dazu bekommen hat. Und das muss man wirklich sagen, ist klasse geworden. Gut, jetzt kann man natürlich eben wieder sagen, Kartongröße und das, was man dafür bekommen hat,
Ja gut, wenn jetzt irgendwo im Regal steht, muss es ja auch irgendwie ein bisschen wirken. Aber es ist vielleicht ein bisschen viel Verpackung für wenig Teile. Aber gut, da habe ich schon Schlimmeres im Einzelhandel gesehen. Ja gut, aber das soll es auch wieder von mir heute gewesen sein. Was hattet ihr von der kleinen Emma? Ist das vielleicht was für eure Kleinen? Vielleicht hat der eine oder andere schon den Film gesehen. Also ich habe mir Jim Knopf, also den ersten Teil sozusagen angeguckt hat. Doch, der war schon ziemlich cool gemacht. Also auch der Henning Baum, der macht das schon ziemlich gut. Und aufgrund dessen, klar, ich werde auch noch Jim Knopf und die Wilde 13 angucken. Und wer die beiden Filme gesehen hat, vielleicht möchte der eine oder andere sich vielleicht doch die Emma bei sich zu Hause hinstellen. Einfach mal schön ins Kinderzimmer, um einfach mal zu zeigen, dass man den Film gut findet. Und es gibt genügend Merchandise, denke ich mal, was diesen Film betrifft hat, aber es gibt halt nur eine als Klemmbaustein. Gut, und das soll es von mir gewesen sein. Ich denke mal, klar, das Video wird am Sonntag, also um 12 Uhr circa, wieder online gehen. Und dann feiern wir schon den dritten Advent. Holla die Waldfee. Ja, und dann nicht mal 2 Wochen ist dann auch schon Weihnachten. Ja. Und wie gesagt, wenn ihr noch Glück habt, kommt dann die Dinger vor Weihnachten. Ich kann euch nichts versprechen, aber jetzt noch bestehen, also heute noch ran und dann gucken wir mal. Ansonsten, wie gesagt, bedanke mich fürs Zuschauen. Ich werde mich über einen Daumen hoch sehr von euch freuen. Ansonsten abonniert einfach mal meinen Kanal. Und ansonsten, wie sieht man sich nächste Woche Sonntag wieder? Selbe Welle, selbe Stelle. Euer Dietmar im Klemmbausteinkeller.